Verehrte Freundinnen und Freunde, trotz des Regens, wir kämpfen gegen CETA, wir kämpfen gegen TTIP bis zum letzten Meter. Wir sind nicht gegen freien Handel, wir sind gegen dieses Abkommen, weil Investoren und Konzerne vor Gericht nur Rechte haben und keine Pflichten. Wir sind dagegen, dass in Zukunft Volkswagen, Bayer oder Monsanto die Gesetze machen und nicht unsere Parlamente. Wir sind dagegen, dass bei uns Lebensmittel oder Chemikalien verkauft werden, die nicht nachweislich sicher sind. Wir sind dagegen, dass Kommissionen im Geheimen Entscheidungen treffen, die unsere Volksvertreter treffen müssen. Wir sind im Grunde dagegen, dass unsere Demokratie abgeschafft wird. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen die Demokratie stärken und wir wollen für ein Europa kämpfen, für ein Europa der Bürger. Frau Merkel und Herr Gabriel, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Lassen Sie die Hände von TTIP, lassen Sie die Hände von CETA. Hören Sie auf, uns zu täuschen. Sie haben ja gesehen, wohin es führt, hinter verschlossenen Türen geheime Abkommen auszuhandeln. Das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen, auch wenn es regnet. Und ich kann Ihnen eins sagen, es wird weitergehen mit den Protesten, wenn Sie so weitermachen. Herr Gabriel, Sie täuschen ja schon wieder die Öffentlichkeit, gestern, heute, wenn Sie sagen, Sie unterzeichnen erst einmal das Abkommen und danach machen Sie es wieder besser. Das geht doch gar nicht. Das ist nicht sauber, das ist nicht seriös. Sie täuschen ja auch Ihre eigene Partei, denn wie wollen Sie etwas versprechen, was Sie gar nicht halten können? Das hängt doch gar nicht von Ihnen ab. Die SPD regiert doch noch nicht die Welt. Das hängt von der Mehrheit der Parlamente ab. Sie brauchen alle Mitgliedstaaten. Sie brauchen die Parlamente, die Mehrheit im Europaparlament. Das, was Sie uns verkaufen, ist ein unsicherer Wechsel auf die Zukunft. Hören Sie endlich auf, Herr Gabriel, den Dienstleister für die Konzerne zu machen. Sie haben ein Amtseid abgelegt als Minister. Und dieser Amtseid, der sagt nicht, dass es Ihre Aufgabe ist, die Profite für Konzerne zu mehren. Dieser Amtseid verpflichtet Sie, dem ganzen Volk, uns allen zu dienen, und das machen Sie nicht. Herr Gabriel, stoppen Sie CETA, unterzeichnen Sie den Vertrag nicht. Machen Sie den Weg frei für einen Vertrag, der den Menschen dient. Machen Sie nicht den Weg frei für einen Vertrag, wo die Menschen dem Handel dienen, wo die Menschen den Konzernen dienen. Herr Gabriel und Frau Merkel, ich sage Ihnen noch eines zum Schluss. Auch wenn es regnet, wir haben einen langen Atem. Machen Sie sich drauf gefasst. Vielen Dank, liebe Freunde.